Ja, hallo liebe Zuschauer. Ich habe noch etwas nachzuholen, was bisher ausgestanden hat, und das war die Predigt über das Kapitel 3 vom Hohelied. Warum sind wir heute hier? Das lag daran, technische Schwierigkeiten, ja. Und deswegen holen wir das jetzt hier in unserem schönen Andachtszimmer nach und wollen dieses wunderbare Kapitel im Lied der Lieder betrachten. Dazu möchte ich jetzt erstmal den Text lesen. Hohelied, Kapitel 3. Für die, die sich wundern, was ist denn das für eine Übersetzung? Wir lesen aus der Septuaginta, ist unserer Meinung nach der bessere Grundtext für das Alte Testament. Genau, nur mal so am Rande. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich den, in den sich meine Seele verliebt hat. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er hörte nicht auf mich. Ich werde also aufstehen und umhergehen in der Stadt, auf den Märkten und auf den Plätzen, und werden den suchen, in den sich meine Seele verliebt hat. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Die Wächter, die in der Stadt umhergehen, fanden mich. Habt ihr nicht den gesehen, in den sich meine Seele verliebt hat? Nur kurz dauerte es, als ich an ihn vorübergegangen war, bis ich den fand, in den sich meine Seele verliebt hat. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht los, bis ich ihn hineinführte in das Haus meiner Mutter und in das Gemach derer, die mich empfingen. Ich beschwor euch, Töchter Jerusalems, bei den Mächten und Kräften des Feldes, dass ihr nicht weckt und aufweckt die Liebe, bis sie selbst will. Wer ist diese, die heraufkommt von der Wüste, wie eine aufsteigende Rauchsäule aus Myrrhe und Weihrauch, von allem Pulverwerk des Salbenmischers? Siehe die Liege Salomons, 60 Starke um sie herum, von den Starken Israels. Alle tragen ein Schwert, gelehrt im Kriegshandwerk. Jeder trägt sein Schwert an seiner Hüfte wegen der nächtlichen Schrecken. Eine Sänfte machte sich der König Salomon aus Bäumen des Libanon. Ihre Säulen machte er aus Silber, ihre Lehne aus Gold. Ihr Sitz ist aus Purpur. Im Inneren ein Steinbelag, ein Werben um die Liebe von den Töchtern Jerusalems. Kommt heraus und schaut auf den König Salomon, auf den Kranz, mit dem ihm seine Mutter krönte, am Tag seiner Hochzeit und am Tag der Freude seines Herzens. Im letzten Kapitel haben wir gelernt, welch tiefgreifende Liebe es ist, wenn wir mit Sulamith sprechen können: Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Er ist uns ein schützender und nahrungbringender Apfelbaum. Jesus ist es wert, dass wir auf ihn warten und diesen Wintersturm der jetzigen Welt ausharren, um einst in den himmlischen Gärten bei ihm zu sein. Seine kostbare Liebe war es, die uns den Wein seines Blutes zur Vergebung der Sünden gab, und er gab uns das Gebäck, seinen Leib, damit wir an ihm Anteil haben können, damit wir mit ihm eins sind. Ein Leib, seine Gemeinde und seine Braut. In der Woche, wo ich die Predigt gehalten hatte, wurde ich ein paar Tage vorher gefragt: Und um welche Liebe geht es dieses Mal in der Predigt? Meine Antwort war: Die Liebe hört niemals auf. Ja. Wir werden nie auslernen, und von der Liebe darf es auch nie genug geben. Aber wenn ich dieser Predigt heute eine Überschrift geben sollte, dann wäre es die Überschrift:
die Sehnsucht von Braut und Bräutigam. Heute sehen wir, was es bedeutet, eine Durststrecke, eine Wüstenwanderung im Leben der Nachfolge zu erleiden. Ja, dass wir auf einen schmalen Pilgerpfad durch die Wüste dieser Welt reisen, um das Ziel, unseren Herrn Jesus, zu erreichen. Wir werden beobachten, wie eine vermeintliche Ferne von unserem geliebten Herrn Jesus unsere Liebe zu ihm noch mehr stärkt und inniger macht, ja, da Kraft reinbringt. Wenn wir ihn stets suchen und in ihm ausharren, so dass wir es kaum noch abwarten können. Ja, dass wir es richtig voller Vorfreude sind auf das Kommen unseres Bräutigams. Das ist das Ziel der heutigen Predigt, dass wir diese tiefgreifende Sehnsucht haben, dass wir uns nichts sehnlicher wünschen können, als dass die Hochzeit des Lammes stattfinden kann. Dass wir uns nichts sehnlicher wünschen, ja, zu rufen, komm Herr Jesus, wie es Johannes am Ende der Offenbarung geschrieben hat. Das ist das Ziel. Und darum wollen wir jetzt mal zu Beginn auf die ersten drei Verse eingehen. Auf meinen Lager in den Nächten suchte ich den, in den sich meine Seele verliebt hat. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er hörte nicht auf mich. Ich werde also aufstehen und umhergehen in der Stadt, auf den Märkten und auf den Plätzen und werde den suchen, in den sich meine Seele verliebt hat. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Die Wächter, die in der Stadt umhergehen, fanden mich. Habt ihr nicht den gesehen, in den sich meine Seele verliebt hat? Kennt ihr das noch? Kennt ihr noch die Zeit frischen Verliebtseins? Ja, in euren Ehepartner oder vielleicht, wenn ihr mal allgemein verliebt wart. Wo ihr euch nichts sehnlicher gewünscht habt, als bei dem zu sein, in den sich eure Seele verliebt hat. Ich kann mich noch an ein paar Situationen in der Kennenlernzeit mit meiner Frau Rebecca erinnern. Zum Beispiel war ich mal wandern in den Alpen, nicht weit weg von ihrem Heimatort. Bin ein paar Tage umhergewandert und habe draußen gezeltet, also bivakiert einfach. Und nachts träume ich so, dass meine damalige, in der Kennenlernzeit waren wir damals noch, dass sie mit dabei gewesen wäre. Und ich wach auf und suche sie dann, weil sie auf einmal nicht mit im Zelt war und war total aufgebracht. Ich habe ein sehr reges Traumleben. Und dann ist mir eingefallen, ja, die ist ja gar nicht mit dabei. Aber da war eine Sehnsucht da. Oder ich war mal mit Glaubensbrüdern in der Schweiz auf einer Männerfreizeit und habe nachts wieder verwirrte Sachen geträumt, dass ich mit zu dem Zeitpunkt dann schon meiner Verlobten in irgendeiner Stadt unterwegs war. Und ich habe zu ihr gesagt, bleib du hier stehen, ich komme gleich wieder, lauf nicht weg. Ja, ich gehe los, erledige meine Sachen im Traum, komme zurück und wer war weg? Meine Rebecca, also ich war, und dann habe ich sie in der ganzen Stadt gesucht und ich habe im Schlaf geredet und habe damit den Brüdern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Wie gesagt, ich habe leider ein sehr reges Traumleben. Eine zwar etwas verdrehte Rolle in meinem Fall, aber was soll's, es verdeutlicht uns diese tiefreichende Sehnsucht, welche Sulamit zu ihrem Salomo hat. Wir kennen diese zeitfrischen Verliebtseins, wo wir suchen und wo wir uns nichts sehnlicher wünschen, als bei dem zu sein, den wir lieben. Und das war bei Sulamit auch. Sie wachte mitten in der Nacht auf und fragte sich, wo ist der? Wo ist der, in den sich meine Seele verliebt hat? Wo ist er? Ich bin ganz rasend, ja. Und sie steht auf, sucht in der ganzen Stadt. Fragt die Nachtwächter, habt ihr den gesehen? Sagt mir doch,
wo er ist. Ich halte es nicht aus. Könnt ihr mir nicht helfen? Es drängt sich mir hier die äußerst ernste Frage auf. Wann hattest du das letzte Mal eine solche Sehnsucht nach deinem geliebten Herrn Jesus Christus? Hattest du mal eine solche Zeit, wo es nichts Schöneres gab, als dass du die Zeit in der Stille, im Gebet, im Bibellesen, in der Zweisamkeit mit deinem Herrn Jesus gesucht hast? Gab es diese Zeit, wo es nichts Schöneres für dich gab? Wo sein Wille und seine Nähe das Kostbarste für dich war? Ich hoffe, dass dir unser Herr und Gott das Kostbarste ist. Dass er es ist, den deine Seele liebt. Dass es dein höchstes Begehren ist, bei ihm zu sein. Dass du ihn mehr liebst als deinen Ehepartner. Mehr liebst als deine Kinder, als dein Vater und oder deine Mutter. Wie es Jesus ja selber sagt. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wann hast du eine solche Liebe das letzte Mal zu deinem Christus verspürt? Vielleicht sagst du dir, als ich mich bekehrt habe, da ging's voran, da war ich voller Eifer, ja, hat richtig die erste Liebe reingeschlagen. Ich meine, ich kenn's noch aus meinem junggläubigen Eifer, bin jetzt 12, 13 Jahre gläubig und ich habe die Bibel gelesen und ich habe dann zu jedem irgendwie ein Gespräch gesucht, über die Bibel, über den Herrn Jesus. Hauptsache, ich sag was, das hat oft keinen Sinn gemacht. Ihr habt da oft einen Schwachsinn geredet. Irgendwelche Bibelverse zusammenhanglos reingeworfen. Hauptsache, dass man irgendwie auf Jesus und die Bibel kommt. Das war mein Gedanke dahinter. Und wie sehr hätte ich mir jemanden gewünscht, der mir zum Beispiel diesen Eifer in die richtigen Bahnen gelenkt hat, ja. Dass da gute Wächter gewesen wären, die meinen Eifer, den ich hatte, so richtig in die richtigen Bahnen gelenkt haben. Die gesagt hätten, boah, dein Eifer, deine Liebe, ja, das ist super, das brauchen wir. Aber da schau mal, vielleicht sollte es da ein bisschen was ändern. Ja, das wäre mein Fall und ich denke in vielen Fällen von anderen junggläubigen Geschwistern das bessere gewesen. Ja, aber das zeigt eins, es soll uns eins zeigen, da war diese... war so eine tiefe erste Liebe da, die voller Eifer war, voller ja, Voranschreiten. Vielleicht sagst du dir aber auch, dass du noch nie so eine Liebe zum Herrn Jesus gehabt hast. Das ist, denke ich, nicht unüblich, wenn viele von euch werden wahrscheinlich aus einem christlichen Elternhaus kommen, haben den Glauben schon immer mitbekommen und haben sich, weil es für euch logisch war, weil er auch das erkannt habt, dass ihr Sünder seid und alles, das möchte ich gar nicht in Frage stellen, daraus einen Entschluss getroffen hat, aber ihr hattet vielleicht noch nie diese tiefgehende Liebe, diese erste feurige Liebe, die sich nichts sehnlicher wünscht, als bei ihrem Herrn Jesus sein kann sein. Und wisst ihr was? Nachfolge und Liebe muss gelernt werden und wachsen. Es ist normal, ja, es ist wirklich normal, auch Dürrezeiten im Glaubensleben zu haben. Es ist normal, dass Gefühle und vielleicht auch die Nähe nicht zum Herrn nicht immer gleich ist. Aber lasst euch eins gesagt sein, es darf niemals so bleiben. Es muss nicht so bleiben. Deswegen ist es in jedem Fall notwendig, dass ihr euch aufmacht und den sucht, den eure Seele doch eigentlich lieben sollte. Macht euch auf, sucht euren Herrn. Vielleicht dauert es ein wenig, vielleicht scheint es manchmal, dass der Herr auf sich warten lässt, aber bleibt dran, sucht euren Herrn. Trefft euch mit Leuten,
die euch helfen können in eurer Glaubenskrise. Wie eine Sula mit die Nachtwächter. Und Nachtwächter, also ich kenne bei uns in Deutschland, jedenfalls da, wo ich herkomme, ist der Begriff Nachtwächter eigentlich eher so eine Beleidigung für Leute, die nicht ganz sauber sind, so, ne? Die keine Ahnung haben oder sowas, ne? Du alter Nachtwächter, so zum Beispiel. Und hier eine Ermahnung an Gemeindeleiter in der Gemeinde, also Älteste. Und auch an jeden Bruder, der stark im Glauben, und an jede Schwester, die stark im Glauben ist. Lasst uns keine Wächter sein, die unserem Bruder und unserer Schwester nicht weiterhelfen können. Lasst uns keine Nachtwächter sein, die unserem Bruder oder Schwester nichts zu sagen haben, die nicht den Ansporn haben, vielleicht mit ihnen zu beten, ihnen Rat in einer schweren Situation zu geben. Lasst uns ein guter Bruder und eine gute Schwester sein, die unseren schwachen Geschwistern weiterhelfen können. Vielleicht aber auch ermahnen können. Ja? In 1. Thessalonicher steht ja zum Beispiel, die Unordentlichen weist zurecht und die Schwachen baut auf. Ja? Also es ist beides. Lasst uns für unsere Geschwister, die schwach sind, gute Nachtwächter sein, die immer auf Christus hinführen, immer auf den Herrn hinführen. Und diese ihnen helfen, in dieser wieder in eine starke Beziehung mit dem Herrn zu kommen. Und was ich noch sagen möchte, dass Jesus an höchster Stelle unseres Herzens stehen soll. Er soll immer auf den Thron unseres Herzens sitzen. Er ist König. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr andere lieben sollen, ja. Bedenkt das Gebot der Nächstenliebe. Aber ich denke, dass gerade eine gute Beziehung zu Gott, eine gute Beziehung zu unserem Herrn Jesus, zu unserem Bräutigam, der Schlüssel zu guten zwischenmenschlichen Beziehungen ist, die von Liebe geprägt sein sollen. Ja, wir sollen den Geist nicht auslöschen, wir sollen voll Geistes sein. Und im Römerbrief steht's, ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Also diese starke Beziehung zu Jesus, wenn wir voll Heiligen Geistes sind, wenn wir ergriffen sind vom Heiligen Geist, wenn er immer mehr in uns regiert, dann wachsen auch diese Früchte des Heiligen Geistes mehr und mehr heran. Und was ich noch sagen möchte, jede zwischenmenschliche Beziehung, egal wie schwer sie ist, und die aber von Liebe geprägt sein soll, hat etwas mit einem Aufbruch zu tun. Dass man sich aus seinem bequemen, ruhigen, vom Problem befreiten Lager erhebt und rausgeht, um Gemeinschaft und Nähe zu suchen. Liebe ist immer etwas Aktives, sie macht sich auf, ja? Auch wenn es Schwierigkeiten bedeutet, auch wenn es Kämpfe bedeutet. Liebe hat etwas mit einem Aufbruch zu tun. Ja, nehmen wir mal das Beispiel von Evangelisation vielleicht. Ja, Leute werden nicht zwangsläufig zum Glauben kommen, wenn du dich nicht mal aus deinem bequemen Bett erhebst, um diese Nächstenliebe zu leben. Ja? Diese Nächstenliebe, die sich aufmacht, jemandem zu begegnen. Genau. Wir kommen zum Vers 4. Nur kurz dauert es, als ich an ihnen vorübergegangen war, bis ich den fand, in den sich meine Seele verliebt hat. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht los, bis ich ihn hineinführte in das Haus meiner Mutter und in das Gemach derer, die mich empfingen. Gesucht und gefunden. Die Suche nach ihrem Liebsten
hat sich gelohnt. Sie hat ihn gefunden. Und was war das Ergebnis daraus? Ihre Liebe war noch viel größer. Sie war noch viel stärker. Sie hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Wie bereits gesagt, im Glaubensleben haben wir öfters Zeiten, in denen es wirkt, dass der Herr fern ist von uns. Es sind Zeiten der Prüfung, doch wenn wir sie durchstanden haben, ist unsere Liebe zu ihm noch viel größer. Sie gewinnt an Stärke, sodass wir ihn nicht mehr loslassen wollen und loslassen sollen, ja. Bis wir eines Tages vor unserem Herrn und Heiland stehen werden, wenn er uns seine kostbare Braut zu sich genommen hat, so wie es uns unser geliebter Herr und Gott selber sagt: Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Jeremia 29,13. Mach dich auf, such ihn, such deinen Bräutigam, such deinen Herrn, such deinen Gott in seinem Wort, im Gebet, in der Stille, in der Gemeinschaft der Heiligen. Finde ihn, überwinde diese Durststrecke und liebe ihn noch mehr und lass ihn nicht mehr los. Lass ihn nicht mehr los. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. 1. Timotheus 6, Vers 12. Es darf uns ein Leitfaden in jeder Beziehung sein. Jemanden lieben ist ein Kampf, der auf dem Schlachtfeld unserer Herzen ausgeführt wird. Aber es ist ein Kampf, der sich lohnt, wenn wir am Ende die Freude des Sieges davontragen dürfen. Unser Fleisch, das von Sünde geprägt ist, begehrt dagegen auf, weil wir unser Ich ablegen müssen. Das bedeutet immer, ich muss mein Ich ablegen. Aber als Christen haben wir unser Ich abgelegt. Das hängt mit Christus am Kreuz. Wir haben den Geist der Liebe bekommen, der in uns stärker sein möchte als unser Ich. Verse 5 bis 10. Ich beschwor euch, Töchter Jerusalems, bei den Mächten und Kräften des Feldes, dass ihr nicht weckt und aufweckt die Liebe, bis sie selbst will. Wer ist diese, die heraufkommt von der Wüste, wie eine aufsteigende Rauchsäule aus Myrrhe und Weihrauch, von allem Pulverwerk des Salbenmischers? Siehe die Liege Salomons, 60 Starke um sie herum, von den Starken Israels, alle tragen ein Schwert, gelehrt im Kriegshandwerk. Jeder trägt sein Schwert an seiner Hüfte, wegen der nächtlichen Schrecken. Eine Sänfte machte sich der König Salomon aus Bäumen des Libanon. Ihre Säulen machte er aus Silber und ihre Lehne aus Gold. Ihr Sitz ist aus Purpur, im Innern ein Steinbelag, ein Werben um die Liebe von den Töchtern Jerusalems. Diese ganze Erzählung darüber, wie Sulamit umherirrt und diese tiefe Sehnsucht nach ihrem Geliebten, ist eine ausdrückliche Beschreibung unserer Wüstenwanderung durch diese wüste Welt. Eine Pilgerreise, die mit zahlreichen Kämpfen versehen ist. Und erst wenn wir diesen Lauf vollendet haben, werden wir von Angesicht zu Angesicht unserem Bräutigam schauen. Wir dürfen uns danach sehnen, dass er kommen wird.
um uns zu sich zu entrücken. Es wird eine Hochzeit geben, wenn uns Christus am Ende aller Tage zu sich nimmt in sein Reich. Und diese Entrückung wird uns hier wunderbar beschrieben. Wir vernehmen hier einen fragenden Zuruf. Wer ist diese, die heraufkommt von der Wüste? Es ist eine mit allerlei Kostbarkeiten geschmückte Braut für ihren Bräutigam. Es ist die Gemeinde, die aus dieser sündigen Welt hinausgenommen wird und rein und heilig ihrem Herrn Jesus zugeführt wird. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. 1. Thessalonicher 4, 15-18. Das wird ein Freudenmoment sein. Ein Fest der Freude, wo wir wissen dürfen, ja, jeder Kampf, jeder Moment des Ausharrens hat sich gelohnt. Diese Worte dürfen uns ein absoluter Trost sein. Ja, egal welche Kämpfe du in deinem Leben hast, welche Kämpfe ihr als Gemeinde habt, ja, auch wir hier in Krummau haben Kämpfe. Wir haben auch Kämpfe. Und ich denke mir immer, ich glaube, in 10 Jahren oder spätestens bei der Entrückung werden wir auf all die Probleme so zurückschauen und denken uns, ja, die haben sich gelohnt. Die haben sich gelohnt. Jeder Kampf hat sich gelohnt. Jeder Kampf der Liebe hat sich gelohnt. Wenn ich meinen Bruder, meine Schwester in der Ewigkeit sehen darf vielleicht. Jeder Kampf hat sich gelohnt. Wir als Brüder hier in Krummau sind uns einig darüber, dass die Entrückung der Gemeinde am Ende der großen Drangsal stattfindet. Deswegen beachtet bei all den Theorien, dass die Entrückung vorher stattfinden soll, bedenken wir, wir sehen hier die heraufziehende Sänfte, wo die Braut drin sitzt, nach einer Wüstenwanderung, nach der langen Wüstenwanderung. Doch wollen wir uns mal den Text hier genauer anschauen. Denn wir können hier einige Dinge beobachten, die eine schöne Braut für ihren Bräutigam ausmachen soll. Sie ist eine aufsteigende Rauchsäule. Ich denke, es ist eine Anspielung auf das Räucherwerk in der Stiftshütte. Und dieses Räucherwerk ist ein Bild auf die Gebete der Heiligen. Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Psalm 141, 2. Die Braut Christi ist eine betende Gemeinde. Es ist dem Herrn ein wohlgefälliges Rauchopfer, wenn wir zu ihm beten. Es ist ein Ausdruck unserer Liebe zu ihm, wenn wir ihm unsere Gebete und Lobgesänge aufsteigen lassen. Das Gebet ist unablässig, wenn man in dem Herrn ausharren möchte, bis zu seinem Kommen. Wo sonst sollten wir die nötige Kraft empfangen, als bei dem, der Kraft und Stärke ist, als bei dem, der das Alpha und das Omega ist, als bei dem, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, als bei dem Allmächtigen, der kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Philipper 4, Verse 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut
lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wie bereits erwähnt, bin ich überzeugt, dass in der Sänfte die Braut sitzt, welche ihrem Bräutigam zugeführt wird. Natürlich werden wir als Braut Christi nicht in einer Sänfte entrückt werden, aber das Hohelied arbeitet mit lauter Bildern. Das Hohelied arbeitet mit sämtlichen Bildern. Da kommt nicht irgendwie eine Sänfte angefahren, wo sich die ganze Gemeinde reinsetzt und dann geht es auf in die Luft, wo uns Christus empfängt. Es arbeitet mit einem Bild. Es arbeitet auch hier mit einem Bild und in diesem Bild der Sänfte können wir viele interessante Dinge sehen über Dinge, die die Braut Christi auszeichnen, die sie so kostbar machen, die sie ja bis zur Entrückung führen. Und wir lesen hier, die Sänfte besteht aus Holz, ja, aus Bäumen des Libanons, also kostbares Holz, wirklich kostbares Holz. Sie besteht aus Holz, der Grund, warum wir entrückt werden, warum wir unseren Herrn Jesus sehen werden, warum wir Anteil an Gottes Reich haben, ist, dass Jesus für uns am Holzkreuz gestorben ist. Ohne ihn, ohne sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha, wären wir noch immer tot in unseren Sünden. Das ist der feste Grund unseres Glaubens. Das ist der feste Grund. Darum, wie Paulus schreibt in Galater 6, Vers 14, von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wir sehen zudem in den Farben an der Sänfte Purpur. Ja, Purpur ist eine rot-violette Farbe, ein Bild auf das kostbare Blut Christi, durch welches wir gewaschen sind von unseren Sünden und hineinversetzt wurden in das Reich Gottes. Stoffe, die mit echtem Purpur gefärbt sind, sind bis heute noch die teuersten Stoffe. Purpur ist bis heute der teuerste Farbstoff. 1 Gramm Purpur, und jetzt haltet euch fest, 1 Gramm Purpur hat einen Preis von 2000 Euro. 1 Gramm! Ich denke, das ist auch der Grund, warum hier nicht einfach geschrieben wurde, dass der Sitz der Sänfte eine rote Farbe hat. Einfach so plump, der Sitz hat eine rote Farbe. Nein, ich denke, es wurde bewusst Purpur gewählt, um auszudrücken, wie kostbar das Blut Jesu Christi war. Wie kostbar sein heiliges Blut, ja, der sündlose Heiland, der sein Blut für Sünder vergossen hat, damit das als Lösegeld funktioniert hat, ja, mit dem er uns den Vater erkauft hat von der Macht des Teufels. Was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Nichts. Gar nichts. Es musste das Blut des Sohnes sein. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Kolosser Kapitel 1, Vers 13 und 14. Im Kapitel 22 der Offenbarung lesen wir davon, dass Jesus einem jeden vergelten wird nach seinem Werk.
dass der Gerechte Gerechtigkeit üben soll und der Heilige sich weiterhin heiligen soll. Und das ist der Punkt. Es ist nicht so, dass wir, nachdem wir Vergebung erlangt haben und ein neues Leben in Christus begonnen haben, so leben können, wie wir wollen. Es geht nicht. Sondern, dass wir ein Leben führen sollen, das einem heiligen König würdig ist. Glückselig sind die seine Gebote tun. Interessant. Die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore